Lol. Okay. Zwei unabgedeckt. Das hatten die anderen auch, aber wo sind denn die Munitions? Ja, das hat nicht die, so schnell geht das nicht. Hallo? Hallo? Hiefern und dann verarbeiten? Na. Ich glaube eher, die haben einen Stahl, haben die haben Stahlbeton vielleicht drin. Ist das zwar Stahlbeton mit kleinen Dingen, das müsste ja einiges sein, oder nicht? Schön schöner Platz. Ja, dann holen wir uns die doch, oder? Boah, das wackelt, wie du fährst. Da kann ich nichts machen, das sind die kleinen Unebenheiten. Ja, die hat da vorne rechts. Wir haben dann schon gesehen. Einfach volle Socke hier. Rechts da. Hier gehe ich alles aussteigen. Ich laufe. Daniel wird schon einsteigen. Alles auf geht's. Wo ist denn der? Ja, da stehen sie. Der eine steigt ein. Dossen. Kümmert dich du um den Orner da. Daniel. Hallo, mein Freund. Ich werde Sie mal anstupsen. Sie werden hier von der KSK überfallen und dann werden Überfall Sie den wieder gleich mal aufsteigen. Info. Und dann kommst du mit dem Auto. So, vielen Dank. Sie dürfen einsteigen und weiterfahren. Wir arbeiten für die Gruppe BSS-Gang, gell? Microphone muted. Was? Für die SS arbeiten? Microphone activated. BSG-Gang. Wie? Was? Microphone activated. BSF. BSF. Microphone muted. Ja, mag sein, das nimmst du mal? Mich kein Millimeter. In dem Fall auf Wiedersehen. Microphone activated. Wiedersehen. Bin der Info. Ja, da hat mir noch zugeschwommen. So geil, so geile Info. Besser? Der ist ausgestiegen. Ja, ich weiß nicht, wo er genau ist jetzt. Ja, der ist dann linke Seiten eventuell. Und aussteigen, Alessa. Aussteigen? Ja. 200. Der muss irgendwo da vorne sein. Gleich. Da links läuft er. Links? Ja, läuft er. Ja. Der Kumpel werden mitnehmen jetzt hat. Da schaut. Nee, der fährt vorbei. Da ist er. Wo ist er? Nein, der ist ja gerade eh schon gesehen. Nein, das war der Benny. Achso, sag ich doch. Ja, lol. Aber eingestiegen ist niemand. Helikopter, will der landen? BSF, ja, aber es geht auch. Oh, weg mit dem Auto. Ja, ich muss jetzt nicht kommen. Polizei kommt. Alessa steckt gut aus. Fahrer? Hallo? Hallo, Polizei. Einmal Waffe weg, bitte. Cool. Hat's ja gegeben. Info, wo, Alessa, wo bist du? Komm. Bleib mir davon beim. Mal. Bleib mit da, ja. Bleib immer. Red mir mit denen. Ich muss denen eine Waffe looten.
Der hat 400.000 Code. Bei meiner Leih liegen noch 298 rum. Aber sammle erstmal die Waffen auf. Klar. Schürze, die kam vom Airfield. Aus der Richtung. Legen wir ins Auto, Alessa. Kann der machen, die schießen. Das ist unbewaffnet. Das war Tackleberry. Critical. Scheiße, ich hab den TRW gedrückt worden. Auto mir noch am Ende. Auto zieht keiner Bursch. Ja? Oh, ich lebe wieder. Ich bin festgenommen worden. Schönen guten Tag, hier geht's ja wieder. So, wunderbar. Der TRW kommt zu dir gerannt, glaube ich, Billy. Ich werde nie wiederbelebt, oder? Ach, ich glaube, du wirst jetzt wiederbelebt. So, versuchen Sie mal hier. Nur der ist 29 Meter von mir weg. Wie viele Bullen hier sind? Na, der rennt da hinten gerade rum, der fummelt da wieder in einem. Ja, ich bin Respawner, mir kann er nicht rumfummeln. Ich glaube, der hat alles erschossen, was rumstand vorhin. Ja, ja. Nee, ich hab euch erschossen. Achso, noch besser. Ja, dann. Ich hab den einen erschossen, der wo nicht kooperiert hat und wiederkam. GSG 9. In einer Viertelstunde ist eh Dings. Ja, ja, aber. Dumm. Ah, ich steh wieder da. Was sind sie dann? Der Direktor da, neuer ist unter Schock. Oh, wer sind Sie? Das ist der von vorher, glaube ich. Ja, genau. War festgenommen? Ich habe noch Handschellen am Rücken. Naja, sie haben ja sich, haben einen Tarnmantel angezogen, genau. Sie waren kurzzeitig unsichtbar. Keine Ahnung, wo sie gerade waren. Ja, sie haben mich ausgeraubt, ne? Ich hab da nichts gemacht. Ja, okay. Activated. Doch. Wo ist das Geld von meinem Freund? Entschuldigung, 400.000. Sei mal ruhig. Wo ist denn das Geld von meinem Arbeiter? Keine Ahnung. Das muss hier irgendwo rumliegen. Microphone activated. Aha. Aber das, weißt du, was das komisch an der Geschichte ist? Dass die Jungs bei den LKWs Kameras haben, das weißt du schon, oder? Microphone muted. Ich weiß gar nichts. Microphone activated. Ja, dann okay. Dann müsst ihr das irgendwie dann aber anders regeln, wenn sie das Geld nicht so rausdrücken. Ich beauftrage hier die Polizei, eine Anzeige über 1 Million sie einzusperren lassen. BSF, der okay, ist das für Sie okay? Da wünsche ich Ihnen was er sagt, die an. Bei 60 Jahre, okay? 1 Mille. Ich sag mal so, nur weil sie wollen, wie wegen einer Mille. Das ist nicht der Fall sein, er wird lediglich auf Taten, die der vorhin hier begangen hat, eingeknastet. Und nicht weil sie das so wollen. Wann muss man das zurückzahlen? Wollt man nicht. Der wenn er zwei Leute umgelegt hat, also ist das nicht lebenslänglich, oder? Ich? Wieso werden wir jetzt noch aus, hier doch, auch noch allerdings, nur weil sie 1 Million anbieten, werden wir ihn nicht einknasten, haben sie das falsch verstanden. Ich hab gesagt, ich werde ein Gericht über 1 Million auf ihn setzen. Dass die Schadenersatz 1 Million. Das habe ich gemeint. So, wir müssen doch jetzt noch los, sonst wird es hier gar nichts mehr. Bekomme ich jetzt mein Geld vielleicht wieder? Wieder eine Rumpette. Ja, das haben sie gut gemacht, wenn man verreckt irgendwo, dass man da wieder spawnt.
So, der Herr. So, naja, fangen wir mal an. Wir haben sie dort aufgegriffen, nachdem sie und ihre Kollegen, sie hatten ja alle die gleiche Uniform, den Taucheranzug an. Wahrscheinlich kein Zufall, weil sie dort erwischt wurden, wie sie einfache Bürger überfallen haben. Diese sind gerade ihrer Arbeit nachgegangen und sie haben diese gnadenlos erschossen bzw. angeschossen. Wollen sie sich denn dazu mal äußern? Mikrofon muted. Ich habe nur auf den komischen Typen geschossen, der wo da mit der Waffe auf mich gezielt hatte. Mikrofon, der behauptet, muted. Er wäre von der Polizei, das sah aber für mich nie so aus, sah aus wie ein Bandit, dann habe ich auf den geschossen. Und zu dem anderen, sage ich mal so, ich bin da einfach spazieren gegangen, gemütlich. Also Donny Fan behauptet, das ist legitim, auch wenn ich unbewaffnet bin. Ihnen wurde Geld geschenkt. Ja, da kam der her, ist rumgelaufen. Ja, der hat mich einfach gefragt, ob ich ein bisschen Geld bräuchte, weil ich so arm für ihn aussehe. Dann hat er mir Geld in die Hand gedrückt. So, da bin ich weiter spaziert. Und dann kam so ein komischer Typ um den Container rumspaziert und zielt mit einer Waffe auf mich. Mikrofon activated. Sie haben einfach auf ihn geschossen. Einfach mal so. Der ist im Serverrat, Polizeirat und sonst irgendwas. Wer sich schon auskenne. Weil die Waffe runternehmen. Nee, mach ich nicht. Ja, genau, da sehen sie es. Microphone activated. Microphone das hätte ich auch nie gemacht. Das ist ziemlich der schlechteste Grund, ne? Die Waffe runternehmen und nachher, nee, will ich nicht, den erschieße ich. Ja, wenn sie so viel Geld geschenkt bekommen wie ich, dann sind sie da ein bisschen fummeliger. Wenn sie da Leute mit Waffen da Microphone activated. Wenn sie Geld geschenkt bekommen, da müssen sie nicht jemanden erschießen, der sagt, sie sollen die Waffe auf den Boden legen, weil sie dann das Geld riskieren, wenn sie es nicht tun. Wenn sie es wirklich geschenkt bekommen. Also für mich sah das ein bisschen anders aus und zwar haben sie dem Herrn das Geld abgenommen, gewaltsam. Und das haben die natürlich auch so bestätigt. Zusätzlich haben sie auf Kollegen von mir geschossen, was auch wiederum gegen sie spricht. Ja, wenn ihr Kollege da die Leute da anquatscht von wegen, sie sollen die Waffe auf den Boden legen, dann wundert es mich nie, dass er angeschossen wird. Microphone activated. Ich würde es sofort wieder tun, geben Sie mir eine Waffe und holen Sie den Kollegen, er schießt ihn sofort. Microphone activated. Dann sollten Sie eine der Personen sein, denen man niemals eine Waffe gibt, ne? Microphone ja, dann machen wir das einfacher. Ich guck mal, ob ich hier einen Ausweis in den Taschen finde, sind ja ganz wenige, haben ja keinen Rucksack dabei oder ähnliches. Taste ich sie mal ab. Herr Habsburg. Microphone muted. Genau. Microphone activated. So, dann gucke ich auch mal ganz kurz, ob sie schon vorgestraft sind oder ob sie andere Straftaten bereits begangen haben. Ein Moment. Ja, ich habe jetzt mal ein paar Sachen gefunden. Das Schwerwiegendste sind dreimal Totschlag bzw. Mord. Und scheinbar sind sie ein bisschen öfter in der Schiene unterwegs und probieren Fahrzeuge von anderen Leuten zu klauen. 15 mal versuchter Autodiebstahl. Sieht zwar so aus, als wären sie damit nicht so erfolgreich, wenn ich ehrlich bin, aber naja, sie haben es probiert. Ich bin noch in der Leere. Microphone activated. Zusätzlich haben sie einen Raub auf der Liste. Das kommt vermutlich auch daher, dass sie hier die Bürger an den Gewerbegebieten überfallen und das Ganze summiert sich natürlich zusammen. Das sieht ziemlich schlecht aus für sie. Ich meine, Widerstand gegen die Staatsgewalt, ihr Beschuss auf Beamte, Töten eines Beamten und Raubüberfall mit Mord. Das sieht ganz schlecht für sie aus, kann ich Ihnen ganz offen sagen. Und da werden sie sich hier verantworten müssen. Dann machen wir das folgendermaßen. Wir machen das hier ein bisschen rascher heute. Wird auch ein bisschen knapp die Zeit. Ich gebe Ihnen die Wahl. Hier einmal kommen Sie für knapp 60 Jahre ins Gefängnis. Müssen Sie mitrechnen. Natürlich vielleicht ein bisschen früher, wenn Sie sich gut anstellen. Oder Sie bezahlen eine Kaution von 200.000 und kommen dafür nur 4 Tage ins Gefängnis. Können Sie entscheiden.
Microphone muted. Wie hoch belauft sich denn die Summe? Microphone activated. Wie gesagt, sie können eine Kaution von 200.000 bezahlen, da sind sie 40 Jahre im Gefängnis oder die ganzen 60 Jahre. Microphone muted. Ja, dann geh lieber 60 Jahre im Bau. Dann lerne ich, wenn ich wieder rauskomme, das Auto knallen. Microphone activated. Ja, dann erwischen wir sie wieder. Sie haben sich ja nicht sehr doll angestrengt, ne? Ja, dann wünsche ich Ihnen einen schönen Aufenthalt daher. Das nächste Mal wird es wahrscheinlich wieder so enden, so wie Sie hier gerade kennen. Microphone ja, vielleicht läuft das nächste Mal auch besser für mich. Microphone activated. Das bezweifle ich. Das haben die meisten Rebellen gesagt und bei den wenigsten hat's geklappt. Microphone muted. Microphone activated. Nehmen Sie hier mal noch kurz mit, sie ja nicht einfach verschwinden. Wir müssen ja auch ein bisschen hier zum Muss kommen. Microphone muted. Hier stinkt's. Microphone activated. Mit Nudeln drüber und der da den Ofen und dann hat er sich gewundert, warum das kacke schmeckt. Hast du da Nudelauflauf von Snake? Ja, ja, ja. Wie geil. Ich bin dann im Gefängnis, Leute. Wie lang? 60 Minuten. Ich hatte 15-fachen versuchten Diebstahl, 3-mal oder 4-mal Totschlag. Hast du aber nichts Zeit, oder? Nee, bin ich lebensmüde, hätte ich nur 14, hätte ich zwar 14 Minuten, aber da geht lieber 16 Minuten. Lol, und die haben. Die haben mich ausgelacht, weil ich 15 Mal versucht einen Einbruch hatte. Das scheiß Helikopter gestern.